Lassen wir auch den mal kommen. Du darfst mal Retrogate. Du darfst Retrogate. Retrogate, danke. Die ganzen Dinger hier drüber stören. So, schön ausrichten. Bam. Sauber. Zünden. Und jetzt kommt der hier. Ah, da sieht man da, der braucht ein bisschen länger schon. Ja? Und nachher ein richtig lang braucht der die andere, die Defekte. Ja? Ja. Das wird ein halber Leidensweg. Sehr schön. So muss das sein. Alles wird gut. Alles wird gut. Besser ist auch das alles gut, weil sonst kriege ich hier irgendwann nochmal die Krise. Okay. Hundertfünfzig. Hundert. Null fünfzig. 23. 15. 12. 10. 8. 6. Und wir sind drinnen. Gut, weg damit. Das Ganze schauen wir jetzt auch wieder hier mit an. Focus View kurbeln und schauen mal. Gucken wir mal, ob wir mit dem gleichen Manöver auch dann da auch wieder reinkommen. Yes. So ungefähr. Ja. Sehr schön. Wow. Wunderbar. Wir sind sozusagen wieder zwischen Moon und zwischen Minmus. So muss das sein. Was schwebt denn eigentlich da oben? Ach, mein Sattkörbin, der alte. Der ist ja noch höher. Ja. Gut. Okay. Haben wir. Sehr schön. Das nächste, was ich rückstürzen möchte, ist The Land Probe Defectors. Das heißt, wir switchen mal auf die Land Probe Defectors. Ja, und dann schauen wir mal nach. Halt, Fuel. Wir wollten da ja auch noch Fuel schalten. Das heißt, einmal aktiviere den Generator, danke sehr, und dann auch hier wieder ein bisschen tanzen lassen. So. Ein bisschen noch. Okay, passt. Sehr schön. Gut, Shutdown in den Generator. Generator ist shutdowned. Dann gucken wir mal nach. Wo kleben wir? Wo wollen wir hin? Wie sieht's denn aus? Du darfst natürlich auch direkt wieder hier vor seiner Nase einmal einen 4 Minuten. Naja, wahrscheinlich nicht. Machen wir es hier hin. So. Add-Manöver. So passt das schon von der Genauigkeit. Ja, da natürlich der gleiche. Das heißt, wir gehen auch hier wieder runter. Und da haben wir dann gleich den Punkt der Wiederkehr. Gut, 566, die Brennung werden immer weniger, was ich brauche. Hey, das ist spritsparend. Du darfst natürlich auch hier einmal Manöverhöhenrot einschalten. Das macht er auch. So, schön mal kommen lassen. Na, was los? Drehen Sie sich bitte. Danke sehr. Gut. Auch hier gehen wir langsam mit der Brennung hoch. Hier durften wir, wie gesagt, 2 Drittel Last nehmen und dann kriegt er dann so einen Kipling. Mal da, diese Kipling, wir gehen ganz knapp unter 2 Drittel Last. Machen wir nochmal zurück. So, dass er schön auf Kurs kommt. Genau.
So, die Brennung dauert natürlich jetzt verhältnismäßig den anderen Brennungen natürlich ein bisschen länger. Aber das ist halt mal so, da muss ich durch. Ob mir das gefällt oder nicht, danach werde ich gar nicht gefragt. Schön sauber kommen lassen. 440 noch. Auf jeden Fall, die er noch machen muss. Ja, das ist die längste Brennung. Die dauert, warte mal. Apropos Brennung. Während der Fuel verbraucht, werde ich mal Fuel tanken in flüssiger Form. Aber keine Panik, das ist alkoholfrei, das Fuel, was ich hier trinke. Es hat hauptsächlich Zucker und Wasser drin. Zucker, Wasser, hat eine braune Farbe und hat 7 Millionen geschätzte Aromastoffe. Und Säuerungsmittel. Genau. Säuerungsmittel hat er auch drin. Sowas gibt es bei mir heute zum Trinken. Ist nicht das Gesündeste, ich weiß, aber was manchmal so ist, das ist halt manchmal so. Okay. Gut. Auch der kommt dann langsam rein. So muss das sein. Der kommt dann langsam rein. Wunderbar. Wie sieht's denn hier aus? 160 Meter pro Sekunde noch. Könnt ihr ja mal im Chat schreiben, was ihr so trinkt. Ja? Und ob ihr euch bewusst seid, was da enthalten ist. So nach dem Motto, ich möchte jetzt nichts mehr trinken. Das, was ich immer getrunken habe, das ist so schädlich. Aber es schmeckt verdammt gut. Ja. Jetzt will ich eine Rau, deswegen eine Stoffmade haben. Hier so eine Kuschelmade. Da müsste man glatt die Firma mal anschreiben. Hallo, ich hab mal gehört in meinem Stream. Ihr habt ja so eine Made. Okay, so langsam haben wir es. 30. Jetzt gehen wir mal mit der Leistung ein bisschen runter. Jetzt brauchen wir ein bisschen Brenngenauigkeit. 9, 8, 6. So, wir sind drin. Wir machen mal aufhören. Und schauen uns auch natürlich das wieder an. Wie weit sind wir draußen? Ah, wir sind noch sehr weit draußen. Da wollen wir mal auch gucken, dass wir den in den inneren Bereich reinkriegen. Er kriegt schon eine Krümmung, so ist das ganz gut. Das nehmen wir so. Ja, das sieht doch gar nicht mal verkehrt aus. Gut. Das heißt, das haben wir. Das nächste ist dann theoretischerweise noch die Van Braun. Wie weit sind wir mit den anderen noch entfernt? Das sieht... Ich muss mal gucken, wie viel Zeit der noch hat. Das ist mir sonst nicht sonst, weil mir das sonst nichts... Es sind noch 61 Tage. Das sieht gut aus. 61 Tage? Ah, das ist doch noch super. Wir haben doch noch Zeit. Hallöchen. 61 Tage. Ah, was will man denn mehr? 61 Tage. Das heißt, ich kann ja mal gucken, ob ich mit der Van Braun Switch 2 vielleicht noch ein Manöver hinkriege, um die Zeit doch ein bisschen anders hinzukriegen. Wir schauen es uns mal an. Also wenn die schon so ideal eigentlich von der Position steht, sollte ich natürlich nichts unversucht lassen. Das sollte ich definitiv nicht. Und deshalb gucken wir mal, ob wir hier vielleicht, vorausgesetzt ich kriege hier einen Dot hin, danke sehr, in einer Stunde sowieso, et Manöver. Danke, geht doch. So, wollen wir mal schauen, ob ich hier was hinkriege.
Das heißt, wir gehen mal hier runter. Schön runter damit. Jetzt gucken wir mal. Target ist ja sozusagen Körben gesät. Wie viel hätte ich denn jetzt? 800 noch was. Wow, wow, wow. Ah, das ist schon zu weit unten. Ja, ja, das ist zu starke Abweichung. Das ist alles nicht so toll. Ich hab echt mit der Van Braun das einfach verpennt. Das ist ärgerlich. Da krieg ich echt einen Holzwurm bei. Was ist denn, ja, so könnte ich theoretischerweise doch noch was hinkriegen. Schauen wir mal. Neunhunderter noch was? Nee. Ja, ich laufe da fast parallel, das bringt nichts. Da hauen die Dinger ab. Nee, da hauen die Dinger ab. Das ist nicht so toll. Was ist denn, wenn ich den hier nochmal ein bisschen übertreibe? Vom Winkel. Manchmal bin ich ja so ein bisschen experimentierfreudig. Na? Ach komm, was ist jetzt passiert? Gib mir mal die Not her wieder, danke. Nee, nee, das ist... Nee, das... Das ist alles sehr traurig, aber es ist traurig. Warte mal, wir killen nochmal die Not. Das bringt echt nichts. Das bringt echt nichts. Das heißt, da hinten ist die nächste Chance. Machen wir ja setzen als Fokus. Das heißt, in wie vielen Tagen? Komm. Willst du mal. Ach, hier. Ach, 200 Tage. Das ist aber blöd. Ich will die nicht 200 Tage noch hier rumdümpeln lassen. Es bleibt mir wohl nichts anderes übrig. 200 Tage. Ich will die eigentlich schon eher runterkriegen. Was ist denn, wenn wir die AP nehmen? Machen wir mal ein Ad-Manöver, eine AP. Ich will hier ja nichts unversucht lassen. Ja. Da hatten wir doch gerade noch so ein Signal. Nee. So wird das gar nichts. Das ist alles zum Heulen. Nee, so wird's noch schlimmer. Nee, das kannst du vergessen. Wir müssen echt hier rumdümpeln, ob es mir gefällt oder nicht. Gut, da hat die Besatzung von der Van Braun Pech gehabt. Die müssen auch Überstunden machen. Gut, was wir auf jeden Fall machen können, ist... Fuel wollte ich sagen. Nee, die hat ja noch Fuel. Die hat ja gar kein Manöver gehabt. Die ist ja manöverfrei. Gut, das wollen wir überall erstmal wieder Fuel reinmachen. Das ist einmal die Space Drone. Das heißt hier einmal Switch to. Machen hier einmal.